Oha. Das ist sie, oder? Ich hab keine Ahnung, Alter. Komm, wir werden es sehen. Ist es das? Als ob. Oh mein Gott, es geht. Als ob das geht. Alter, ich habe etwa 30 Mal oder so neu gestartet. Ey, endlich. Da ist sie. Die BR112. Was haben wir für eine Nummer? 115, okay. Nee, 116. 116 haben wir als Nummer. Okay. Wow. Aber das sieht genau gleich aus wie die 143, to be honest. Nur der Front ist ein bisschen anders. Das ist eine neue Lok, oder? Sieht so aus. Wegen RE1. Da haben wir das Ding, Alter. Das hat ewig gedauert. Ja, die Türen sind hier besser, okay. Die Fahrerin geht nicht. Hier geht's auch nicht mit dem Reinsitzen. Alter. Warte mal, wie sieht das von innen aus? So sieht das aus. Wow, voll geil. Alter, ich schwöre, das hat so anders ausgesehen, wo der kam, ey. Ich so, what the heck ist das jetzt? Und das ist wirklich die 112. Macht er nicht zu? Oder die? Macht die nicht zu? Doch jetzt. Und weg ist sie. Rein da. Okay. So, das sieht ein bisschen anders aus. Guckt euch das an. Vorwärts. Bremsschlüssel, super wichtig. Mal hier die Bremse. Machen wir die Türen auf. Sind offen. Alter, der Regen ist so laut, ey. Geschwindigkeitswähler, okay. Scheibenwischer. Warte mal. Gut, gehen wir mal nach hinten. Ich hasse dieses Spiel. Warum ist das hier jedes Mal an? Weg da, Alter. So. Das CS-Bahn. Okay, die Hupen sind genau gleich, verstehe.
Aber wieder ein Screenshot. So. Trafo-Lüfter. Ah, warte mal, warte mal. Ich will mal sehen, ob es eine neue Lok ist. Nee. What? Keine neue Lok. Aber das steht RE1. Hä? Ach so. Es gibt kein Neu und Alt. Es ist Neu und Alt gleichzeitig. Aber die hört sich genau gleich an, to be honest. Ja, 116 haben wir als Nummer. Oh, das ist nett. Man kann Intervalle einstellen. Nice. Übrigens, das geht glaube ich bis 160, oder? Warte mal. Ja, sehr gut. Das geht bis 160. Machen wir das hier noch an. Aber das steht 120 Zone, logisch. Warum sind die Türen zu? Scheiß Zug, ich glaube, der hat neu gestartet. Gut. Ah, jetzt steigen die ein, oder? Nee. Die sind nur gespawnt. Ja doch, tatsächlich. LOL. Ich steige erst wirklich nur dann ein, wenn der Service neu startet. Also startet, besser gesagt. Das wusste ich nicht. Aber jetzt weiß ich's. Aber wo die sich hinsetzen, weiß ich auch nicht. Warte mal, ich schau mal jetzt, wenn die einsteigt. Ich hab keine Ahnung, wo die sich hinsetzen, ey. Da oben? Da unten. Jetzt habe ich es gesehen. Ich glaube, die Lok ist viel besser als der 143. Weil die kann bis 160. Dann heißt, weiß ich nicht. Machen wir die Kamera ein bisschen hoch. Weil die jedes Mal, wenn die Passagiere in die Kamera reinlaufen, dann die Kamera hoch. What the hell? So, machen wir jetzt die Türen zu. Und die Scheiben wir schon manchmal auf die ganze Zeit. Und let's go. Ach du Scheiße, da passiert ja genau der gleiche Scheiß. Alter, die Anzeige dreht durch. WTF? Aber die hört sich viel anders an. Hört ihr das? LOL. Jetzt. Da ist der RE9 nochmal. Der Regen ist so laut, Alter.
Okay, die Lok hört sich viel anders an. To be honest. What? Okay, never mind. Oh, die CO2 kann man nicht ändern, okay. Aber die hat sich eh schon automatisch eingestellt, sehr gut. Ja, ich bleibe auf 80, weil wir müssen ja eh gleich halten. Ich mache meine Kamera ganz schnell hin. Oh Gott. Digga, glaubt nicht, wie lange ich gewartet habe, bis ich diese Lok krieg, ey. So lange. 30 Mal oder so habe ich neu gestartet. Da komme ich. Ich nehme mal Y für die Türen. Ja, wer einfach nicht bremsen wollte, Alter, was ist für eine Scheiße. Boah, nice Geräusche, ey. Alter, wie ich stehe. Boah. Die Lüftung geht hier auch schnell aus. Voll fail. Leute sitzen immer noch da. Aber das ist gemischt von alt und neu. Die Zielanzeige kann man zwar nicht einstellen, das ist schade. Die Fenster sind... kann man nicht von außen abmachen. Boah. Alter, jetzt bin ich mal gespannt, wie schnell wir mit dem Teil fahren können. I don't know. Machen wir Tür zu und Abfahrt. Cablights sind wieder an, ey. Ich hab's doch ausgemacht. Digga, weißt du was? Was ist jetzt mit der Hilfssteuerung, Alter? So, reicht. Oh, das ist sehr gut. Wir können 160 fahren. Let's go.
Ja, ich muss runterschalten. So. Sehr gut. Als ob. Wir können wirklich volle Geschwindigkeit fahren. No way. Kann ich jetzt hochschalten? Ja, kann ich. Gut. Oha, der kann wirklich 160, no way. Laufen wir mal durch den Zug. Sieht genau gleich aus, to be honest. Aber es ist keine neue. Es ist neu und alt. Was sind die Waggons? Ja, Zielanzeige geht nicht, das ist sad. Oha. Was? Der kann schneller als die BR146. Was? Warte mal, ich will mal sehen, wie schnell der kann. Es geht weiter. Warte, wir werden immer schneller. Guckt euch das an. Runterschalten. Perfekt. Und wieder hoch. Boah, wir sind so schnell, ey. 188. Es geht bergauf. I don't know, was der Unterschied ist. So. Mit der Hilfssteuerung kannst du wirklich den Höchstgeschwindigkeit bypassen. Oha, keine Verspätung. Let's go. Okay, gehen wir runter. Weil ich muss gleich halten. Und go.
Okay, ich hol mir was kurz zu trinken, ich komme gleich wieder. Und weiter geht's. Let's go. Scheiße. Jetzt. Ich mach langsam. Alter Schwede. Wer mit der Hilfssteuerung? Oha, no way. Diese scheiß Cap Lights aus, Alter. Mal weg hier. So. Oh, ein Paar, Digga. Guckt euch das an. Nur drei Leute sitzen ganz vorne. Okay. Sehr schön. Ich glaube das haben wir nicht, Digga. Heute haben wir wieder keine Verspätung. Auf jeden Fall. Die Lok ist tausendmal besser als die BR143, ich sag's euch. Da ist der andere. Was hat der für eine Lok? Eine alte BR 146. Aber die Lok ist genauso klein wie die 143. Aber schneller und besser. Ja, letztes Mal habe ich das nicht verstanden mit dem Speedlimit. Das stand immer 120. Obwohl du das bypassen kannst. Ich bin einmal 130 bin ich gefahren, glaube ich. Weg zurück. Nicht so her, das macht keinen Sinn, Digga.
kannst egal wie schnell fahren, also 250 höchstens, aber da stand immer 120 bei mir. So, what the fuck, Digga, das macht keinen Sinn. Wenn ich euch wäre, würde ich immer ab 3 Kilometer, bevor du beim Bahnhof bist, würde ich den Speed rausnehmen. Nachher wechselt es ja eher auf 200, aber da sind wir noch nicht mal. Wir sind jetzt bei 195, Digga, what the hell. Voll geil. Nur drei Leute sitzen im Zug. Und wir sind bei 200. Let's go. Da ist die 200. Es geht weiter. No way. Also die beste im Gas und Bremsen ist die BR146 und die beste im Geschwindigkeit ist die hier. Die 112. Da steht nicht mal die Nummer, Digga, WTF. Bruh. Oh shit, wir müssen wirklich bremsen. 200 wird's nachher sein. Ich nehme mal die Scheiße hier raus ein bisschen. Aber wir werden schneller. God dang it. Ne, ich nehm's komplett raus, weil wir müssen eh gleich halten. So, jetzt ist 200 Limit. Digga, what the hell, wir sind 4 Minuten zu früh. Alter, wir sind echt gut. Wir sind echt gut unterwegs. Ich hab keine Ahnung, wo der Güterzug ist, to be honest. Der kann nicht so schnell, Digga. Der andere, der Güterzug kann nicht so schnell. Opfer. Ja, guck, das sieht wirklich anders aus, Alter. Das sieht so weird aus.
Man sieht voll die Scheinwerfer nicht, wenn da reinfährt. Genau so sieht's aus, wenn die BR-1Z2 kommt. Das habe ich vorhin so gesehen bei König. So, what the heck, was ist das, ey? Ich drück mal U. So. Ah, da bremst doch. Nicht noch zu weit hinten, Alter. Ja, die Türen sind aufgegangen. Lol. Ich fahr weiter. Jetzt bleib stehen. Perfekt. Alter, was soll ich in 2 Minuten machen, ey? Die Lok ist zu OP, ey. Die ist wirklich die OP-ste Lok in der Geschwindigkeit. Er hat so gesehen, 200 haben wir geschafft, ne? Alter, schwierig. Nee. That's impossible. Sitzt du denn noch drin? Ja. Stellt euch vor, die steigen beide. An der gleichen Station aus. Stellt euch das vor, Alter. Aber die sitzen immer noch drin, die drei. Warte mal. Sind da noch welche? Nee. Ich sehe niemanden. Nö. I don't see anyone. Ja gut, die laufen so behindert, Alter. Da vorne stehen auch welche. Warum steigen die nicht da ein, ey? I don't get it. Scheiß auf Ding. Auf Wheel Slip. Ja, die sitzen noch.
Alter, der Zug ist wirklich nass. Lol. Seht ihr, das passiert bei der B143 und 112 immer. Wenn ihr die Bremse nicht anzieht, der rollt direkt weg. Das ist leider so. Als ob die noch sitzen. Das ist auch noch. Die genießen die Lok, Alter.
keine Verspätung, let's go. Jetzt. Ey, ohne Witz. BTF, Digga. Oder 82 fahren wir jetzt, seht ihr das? Was ist das, ey? So.
Ey, es kann einfach nicht wahr sein, wie schnell der mich einholt, ey. Der fährt vor allem so schnell. Das macht null Sinn. Sitzen noch da. Kann es sein, dass jeder Zug eine BR146 hat? Außer ich. Ich bin der Einzige, der immer eine andere hat.
Ich hab nur 146 Lokomotiven gesehen. Überall. Auch in der letzten Folge. Alter. Jetzt weiß ich, warum wir Verspätung haben. Wegen dieser Scheiße da unten rechts. Warte mal, ich muss mal hören, ob das ein neuer oder eine alte Lok ist. Oh ne, mach mal's besser. Da kommt er. Gut. Jetzt ganz genau hinhören. Oh, ups. Das war eine alte. Voll bescheuert. Links läuft er nicht, ach so. Das muss man da links einschalten. Ich sag euch erstmal ganz kurz, hier. Man muss es einschalten. Von Hand. Was haben wir jetzt für Loks? Eine 143 ist da einmal. Das sind nur 146. Und da ist ein 143.
Oh, ist rot. Wie gesagt, die 112er BRs, die sind selten. Aber ich habe keine Ahnung, wie ich es geschafft habe, den zu kriegen, ey. Ihr wisst, wie lange das dauert. Die ist richtig selten, diese Lok zu kriegen bei Explore Foot. Sind wirklich weg, die zwei. No way. Alle sind weg. Okay. Die Engine läuft noch, okay. Ich cruise wieder mit 40 durch.
Oh mein Gott, Alter, war das geil. Es ist geschafft. Okay, machen wir erstmal den Scheibenwischer aus. Die Bremsen lösen wir. Jetzt. Ja, roll los, Alter. Anzeige können wir leider nicht ändern. Gut, gehen wir rüber zur anderen Seite. Perfekt. Ich habe irgendwie das Gefühl, es regnet durch der Decke. Ach nee, da ist es offen, genau. Mich regt das immer noch auf wegen den Geräuschen. Warum die nicht gehen, ey? Mann. Jetzt muss ich wieder 40 Minuten warten, ey. Oh Mann. Bitte achten Sie darauf, Ihre persönlichen Gegenstände nicht zurückzulassen. Ham West RE1, Digga, das ist falsch rum. Okay, holen wir mal die Geräusche her. Und boom. Gut, ich würde sagen, ich schneide das jetzt wieder und dann sehen wir uns bald wieder. Bis gleich. Güterzug. Digga, WTF, jetzt hat er auf einmal eine 185. Das ist nicht dein Ernst.
295 und 262. Okay. Jetzt zeigt, von wo kommt das? Lächerlich. Gleich ist es soweit. Startet das immer neu da. Dann hat nicht. Komisch. Ich verstehe es nicht. Naja, egal. Und los geht's.
Okay. Oh, die Lok ist sehr gut. Komisch, dass da Aachen steht, ey. Okay, egal, es geht nicht. Gestern nur eine.
Das ist eine alte Lok. Weil da stand nicht der E1 links. Ja, kannst du nur noch einsteigen. Da steigt tatsächlich jemand ein, ey, what the fuck. Das ist umgekehrt. Da musst du die Leistung runterbauen, weil die KM immer mehr wird. Oder auch nicht.
Alter, die läuft hin und dann wieder weg, ey. ETF.
Ach nee, das dreht sich nicht. Aber die Lok hat schon Power, seht ihr das? 3 km/h. What the fuck. Lächerlich. Mir ist gerade was aufgefallen. Da sehe ich die Leiste von der Lok. Seht ihr das? Voll cool.
Das ist die Lok. Gut, laufen wir wieder durch den Zug. Das ist die Lok. Hört man fast gar nicht, what the fuck? Hier sitzt keiner. Nö. Da auch nicht. Sitzt jemand? Da.
Nur zwei Leute. Boah, 215. What the fuck? Yo, Digga, what the fuck? Holy shit. Zweihundertdreiunddreißig. Verspätung aufgeholt. Sanfte Bremsung. Räuscht sie wieder weg. Gut.
Keine Strecke verfügbar.
Steht immer noch falsch, ey. Gut, blockiert. Jetzt muss ich wieder warten, ey. Oh Gott. Und tschüss. Ja, war das cool. Cool, Leute, würde ich sagen, war es mit diesem Video. Es hat so Spaß gemacht. Die Lok ist einfach OP gewesen. Besser als die 1.46 in der Geschwindigkeit. Beschleunigen geht so ein bisschen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Und ciao. Leute.